So Leute, dieses Mal ist es wieder ein Dragon Shield Video, aber kein gesponsertes Dragon Shield Video. Das mache ich jetzt erstmal von mir aus, weil mir was aufgefallen ist. Dragon Shield hatte mir weder Matten noch ein anderes Produkt, was ich persönlich von denen benutze, zugeschickt. Und da ich euch das nicht vorenthalten möchte, weil für mich sind Dragon Shield Matten, was so nicht Custom-Made Matten angeht, weil ich mag Custom-Made Matten, aber so generell so vom Markt meiner Meinung nach die besten Matten. Auch wenn ich tatsächlich die von Ultimate Guard aktuell sehr viel benutze, die von der Planeswalker Series, ist das hier tatsächlich so ziemlich meine Lieblingsmatte. Ihr habt jedes Mal bei den Dragon Shield Videos auch gesehen, dass ich ganz am Ende meine älteste Matte rausgeknallt habe. Ich benutze schon seit Anfang an Dragon Shield Matten. Die waren auch von Anfang an schon gut. Gerade im Vergleich zu damals Ultra Pro, heute zu anderen Herstellern. Mittlerweile ist es ein riesiger Markt geworden. Die Dragon Shield Matten, hey, das ist jetzt eine Matte, die habe ich jetzt seit, oh, 2 Jahren. 2 Jahren müssten es, glaube ich, sein. 1,5 Jahre, 2 Jahre. Auf jeden Fall liebe ich dieses Motiv. Ich benutze ja auch die Hüllen davon für meine Showcase-Decks. Und tatsächlich ist das mein Hintergrundbild auf meinem Laptop. So sehr mag ich dieses Bild und deswegen habe ich auch eine Matte davon. Ich finde es persönlich ganz gut. Dragon Shield Matten, wenn man jetzt überlegt, die ist 2 Jahre alt, die rutscht immer noch nicht, wenn das so aussieht. Sie ist am Rand bestickt. Die Bestickung selber hat manchmal so kleine ja, Flusen, sage ich mal. Das passiert mit der Zeit, das ist vollkommen okay. Es ist aber nicht so, dass irgendwo was schon komplett am Arsch ist oder kaputt ist oder ähnliches. Die haben eine wunderschöne Oberfläche. Man muss sich halt mit den Dragon Arts auseinandersetzen. Es gibt bestimmt auch Leute, die bestimmte Dragon Arts wesentlich hübscher finden als andere. Ich habe zum Beispiel dieses. Und ja, dementsprechend, die Matten sind wirklich, wirklich gut gemacht, auch gut verarbeitet. Diesen bestickten Rand, der ist noch nicht so lange da. Also je nachdem, was für einen Drachen ihr euch raussucht, kann das sein, dass der das noch nicht hat. Aber grundsätzlich, kann man das immer nachprüfen, ob das der Fall ist oder nicht. Ich glaube aber, bei den meisten ist es mittlerweile so, dass der bestickte Rand ist bei den neueren. Ansonsten kann, glaube ich, euer Local Game Store auch viele Drachen noch nachbestellen. Viel davon ist auch noch in Mache. Die anderen Mattenhersteller können sich bei Dragon Shield viel abschauen, was die Qualität angeht, was die Beschaffenheit angeht. Hier sind auch schon Sachen drauf ausgelaufen, das sieht man nicht. Bei anderen Herstellern sieht man das tatsächlich sehr krass, wenn da mal Wasser drauf gekommen ist und ähnliches. Und tatsächlich kann man die sogar waschen. Ein Kollege von mir ist seine Matte regelmäßig am Waschen von Dragon Shield und der macht nichts aus. Das finde ich halt krass. Kommen wir zu dem anderen. Das sind diese hier. Die wollte ich euch mal zeigen. Man sieht auch schon, die sind auch ganz hart angeschlagen und zerkratzt und benutzt. Und ein paar Leute von euch dürften die sogar noch kennen, weil tatsächlich habe ich da früher meine Commander-Decks drin rumgetragen. Weil, oh, das war ein bisschen laut. Die sind stabil wie sonst was. Also wirklich, das ist. Ich kann die rumwerfen, ich habe die in der Tasche rumweg. Hier sind maximal so, hier sieht man das. Und jetzt muss man überlegen, die habe ich jetzt seit 6, 7, 8 Jahren, teilweise sogar länger. Und hier sieht man auch, die sind ein bisschen verdreckt, müsste ich mal richtig auswaschen. Aber gut, ich spiele auch schon lange keinen Commander mehr, deswegen sind die auch schon lange nicht mehr in Gebrauch. Interessanterweise, wenn ihr die erste Mal versucht aufzumachen, sind die so fest, dass man die nicht aufkriegt. Also sie sind so zu, dass man die nicht auseinanderkriegt. Da muss man dann irgendwie mit einem Messer oder so dazwischen gehen, damit da Luft reinkommt. Aber es zeigt halt auch, dass die sehr, sehr, sehr stabil produziert werden. Meiner Meinung nach, wenn man Commander spielt und nicht gerade haufenweise Zetten Tower rumstehen haben möchte, sind die hier schon ganz angenehm. Einfach nur, weil sie sehr wenig Platz verbrauchen. Man kann sie stapeln. Dann fallen sie noch nicht mehr wirklich um. Weil die haben hier hinten noch diese Noppen mit drauf, dass man sie wirklich. Die sind wirklich zum Stapeln da. Und dann kann ich die. Kriege ich es hin? Nee. Aber so kriege ich es hin. Kann ich die auch bewegen. Und wenn ich da dann irgendwo ein Würfelsäckchen dabei habe, dann passt das auch genauso, wie ich da kein Würfelfach für brauche. Wie gesagt, die sind super stabil. Und damit kann man auch eine Menge, coolen Stuff machen. Eine Freundin von mir hat die Dinge angefangen. Custom herzustellen, indem sie einfach Zeug draufgeklebt hat und die dann zu verschenken. Super, auch super, super cool. Ich mag die Boxen. Die kosten halt genau gar nichts. Irgendwie, ich keine Ahnung, 1,50, 2,50, irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Dafür kriegt die normale Plastikboxen. Und wenn ich jetzt das Vergleichsprodukt nehme von Ultimate Guard, und zwar die Boulder. Die Boulder müssen als Einzelboxen immer noch irgendwo mit rein. Die Boulder sind nicht dafür da, eine eigene ständige Box zu sein. Kann man machen, muss man aber nicht.
gerade die 100er gehen meiner Meinung nach zu leicht auf, als dass sie eine eigene Box darstellen sollten. Sie sind wirklich nur ein verstärktes Inlay. Das hier sind eigene Boxen. Die Dinger sind mir noch nie aufgegangen, einfach so. Haben Platz für über 100 Double-Sleeved-Karten. Ich kann da sogar, ich habe es ausprobiert, wenn ich mein Commander-Deck in diese Sealable-Hüllen reingepackt habe, selbst das hat bei mir gepasst. Das war eng und mein Commander lag dann halt so obendrauf, statt so drin zu stecken. Aber das war egal, das passt sowieso ganz gut. Gerade bei den Clear-Fronts kann man das wunderschön sehen, was man dann hat. Die gibt es in zigtausenden Farben. Ich hatte noch eine grüne, ich hatte noch eine gelbe, ich hatte noch eine goldene, ich hatte noch eine weiße, ich hatte auch so viele Commander-Decks. Es gibt wirklich, wirklich viele Farben. Es gibt die in diesem milchig, in diesem Komplett-Ding, in dem komplett undurchsichtigen. Gerade für den kleinen Geldbeutel, wenn ihr eine Deckbox für euren Commander sucht. Diese Boxen sind da sehr, sehr gut. Das war dann auch alles, was ich euch diese Woche zeigen wollte. Also die Matte und die Deckboxen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.